Hallöchen, willkommen zurück zu Star Renegades. Wir sind dem Syndikat auf der Spur. Und hauen den Boss jetzt mal ordentlich aus den Socken, würde ich sagen. Falls der in sowas hier Socken tragen sollte. Mieser Trick, Arschloch. Hure. Ja, passt gut auf. Pff. Hose runter? Was ist denn mit ihm los? Gut, wir können den nicht schieben mit dem... Ja. Ah, nee. Doch, wir könnten ihn schieben. Machen wir aber nicht. So. Unterbrich du uns ruhig, das stört uns jetzt nicht mehr. Ah, Faustschlag ist zu langsam. Okay, dann muss der Klingenschuss hier zum Schieben reichen. Und der Faustschlag haut ihm auch nochmal ordentlich in die Fresse. Mimmer mich selbst, wir können einen unterbrechen, wenn es knapp werden sollte. Und zwar instant. Okay, er hat uns markiert. Wir sollten ihn auf jeden Fall unterbrechen. Das machen wir mit Auflösen. Mhm. So, er ist schon mal raus und der da hinten, ja, der wird rausgezogen. Oder besser gesagt rausgeschoben. Okay, wen können wir umbringen? Keinen von beiden. Dann gehen wir trotzdem auf den Boss. Guck mal, was in der nächsten Runde machbar ist. Das wird gut laufen. Ja, mal gucken. Naja, also wenn wir ihn hier rausgeschoben kriegen sollten, dann passt das schon. Ah, wir haben keinen kühnen Schuss. Den kriegen wir auch nicht mit ihm. Kühne Schuss. Passt nicht rein. Ah, er bleibt am Leben. Ja, dann schieben wir ihn mit dem Schnellschuss raus. Und die Hose runter? Da verhindern wir wenigstens mal den Crit und verspotten den da hinten. Ja, immer noch Full Health. Unsere Mission ist hoffnungslos. Ja, da will ich gleich mal sehen, was du sagst, wenn du drauf gehst. Du solltest eigentlich auch merken, dass du nicht mehr so ganz gut im Saft stehst. Okay, hier wird markiert, er ist immer noch mit seinem Überraschungsangriff am... Was, das wird uns töten? Beide Überraschungsangriff, aha. Okay, der da hinten haut auf uns. Kriegen wir mit dem Schnellschuss ihn tot? Nein. Kriegen wir nicht. Ihn töten wir auf die Art und Weise. Okay, dann klauen wir uns hier ein bisschen Schilde und rambocken. Und du gehst dann einfach in den Schützenmodus und tötest den dann noch. Oh, 3 Life verloren. Nee. Bast, bast. Oh, plus 14, danke. Das können wir gut brauchen. Ja, nimm die Kiste. Okay. Schwert brauchen wir nicht. Wir haben eins in der Hinterhand. Alle Angriffe mehr Schaden und Schilddurchdringung. Alle Angriffe werden 5 Sekunden schneller ausgeführt. Nee, wir nehmen die Bosheit. Wem geben wir die? Ja, geben wir sie ihm. Gleich mal ausrüsten. Zum Glück hatte der Syndikatstyp eine Nachricht in seiner Biotasche, auf der Sicherheitscode für Sicherheitskiste stand. Oh Mann. Okay.
Dann hast du Stufe 4 und kriegst jetzt dein neues Schwert ausgerüstet. Na komm, dir geben wir auch gleich mal ein Level Up. Du brauchst zwar jetzt keinen Stuff, aber... Wird schon passen. Nice. Und raus zum Zelten, bitte. Ja, nochmal 20 Credits, danke. Ist nur eine Idee, Leute, aber wie wäre es, wenn wir diese finstere Kristalle lösen im Hauptquartier der Star Renegades machen? Was meint ihr? Wenn wir das Imperium besiegt haben, wäre diese Höhle eine tolle Touristenattraktion mit dem Namen Unheimliche Titanen-Riesenhöhlen. Ja, wenn du das so sagst, dann hört sich das gar nicht mehr mal so cool an. Das gab 5 und das nur 3? Unfair. Naja. Angriffe schwächen Rüstungsschaden. Ja, komm, wir nehmen erstmal das hier. Das ergibt wenigstens noch ein bisschen Sinn. Du bist also ein bekannter Jäger? Ja, ich bin der beste Jäger mythischer Monster in der ganzen Galaxis. Okay. Ich hab genau das gleiche wie sein Papi. Und sie ist genau das gleiche wie ihre Mami. Okay. Seltsam. Bisschen schade, finde ich das. Angriffe schwächen Rüstungsschaden. Das geht auf alle. Gibt aber nur 2 Herzchen. Nee. Wir gehen auf... Je mehr Herzchen, umso besser. So, was hast du noch Schönes? Schildverteidigung. Ja, für 2 Kämpfe kriegst du. Dann hätten wir nur noch den Trank. Nö. Dann gehen wir doch gleich mal. Fragt sich jetzt nur, wohin. Wir haben noch 3 Ladungen. Wir könnten eine Ladung hier verbraten. Die zweite hier. Und die dritte dann hier. Oder wir nehmen die erste, die zweite. Ja, komm. Wir nehmen gehend als... Oh, warte mal. 1, 2, 3. Okay. Dann gehen wir zuerst hier lang. Einfach damit wir vorsichtshalber die Gesundheitskiste als allererstes freischalten. Dauert zwar ein bisschen jetzt so hinzulaufen. Es wäre schön, wenn wir hier einfach hinklicken könnten. Aber so läuft das in dem Spiel halt nicht, ne? Okay. Na, Syndikatshäschen? Wir haben deinen Boss getötet. Billige Nummer. Na, das passt zu dir. Okay, einer ist gelähmt. Dann gehen wir doch in den Schleichmodus. Dann ramboxst du hier einen. Und im Schützenmodus. Oh, wir können keinen ganz rausschieben. Nö, dann machen wir hier mal einen Todesschuss. Sollten wir eigentlich alles gut überstehen? Ja, ja. Passt. Oh, wir generieren jetzt auch 4 Schilde. Anstatt 3 wie vorher noch. Das heißt, unsere Schilde sind wieder. Easy peasy. Alles Paletti. Den könnten wir damit sogar fast komplett rausnehmen. Ah ja, du bist ja instant dran. Oh, was macht denn Schwächen? Ein normaler Angriff unterbricht Heilung und blockt Heilfähigkeiten. Heilfähigkeiten sind 50% weniger effektiv für 2 Runden. Das macht... Also es schiebt sogar? Die ist wirklich krass drauf, ne? Aber das hier macht trotzdem mehr Schaden. Instant Kill. Nehmen wir, würde ich sagen, nehmen wir. Und du... Ah ja, komm. Nimm den raus. So, dann kommt nur die Unterwerfung durch. Für ein klitzeklein bisschen... Eigentlich für 0 Schaden. Okay.
Rachsucht. Das macht auch nur 15 Schaden. Das nehmen wir mit jedem in Kauf. Easy. Kiste gesichert. Nehmen wir natürlich jetzt noch nicht. Erstmal gegen den Feuerwolf. Das hört sich so an, als hätten wir da die Nitro-Kiste brauchen können. Oder die Nitro-Karte. Er geht auf alle mit Schmelzen. Ungut. Dann schiebst du ihn raus. Schwäche gegen Laser. Nice. Oder warte mal. Sollten wir dann nicht vielleicht... Meucheln? Ja, wir brauchen doch den Klingenschuss ja nicht dafür. Das macht nicht so viel Schaden, wie ich gerne hätte. Machen wir es trotzdem auf ihn. Laserschlag und Feuer... Oh, tut schon ein bisschen weh. Ja, dann hauen wir da mal so drauf und machen den Schaden um 40% geringer. Und regeneriert natürlich wieder Schilde dadurch. Null Schaden eigentlich. Ja. So viel dazu. 135 Schaden hat das gemacht bei ihm. Krass. Er ist immer noch. Immer noch am Abschmelzen. Ja, sein Schnellschuss schiebt um 10 Sekunden. Das reicht aber nicht, damit wir meucheln können. Schwächen können wir dann aber. Ja, ich schieb ihn mal nach hinten. Und das bringt ihn nicht um. Das tötet ihn nicht. Wir gehen trotzdem auf ihn. Das wird uns schmerzen. Dann machen wir doch hier lieber auflösen. So, du kriegst angeblich aufs Maul so richtig. Wenn das genauso behindert ist wie vorher. Ja, hat sich eigentlich schon gelohnt zu blockieren. Okay. Jetzt ist Meucheln gut dafür geeignet. Oh, warte, die gehen alle nur auf sie. Oh, okay. Können wir ihn? Nope. So nicht rausnehmen. Ah, so auch nicht. Na gut, wir schwächen ihn trotzdem so. Oh, wir könnten ihn so raus. Nee, können wir nicht. Wir werden zu weit nach hinten geschoben. Na gut. Dann halt nochmal verteidigen. Ja, es sieht noch gut aus. Jetzt gucken wir mal, was hier Brandopfer an Schaden anrichtet. Nicht so viel. Okay. Fast noch. Gut, den Scheiterhaufen nehmen wir raus. Als Energiefluss... Ja, wir klauen dir die Schilde. Schießen ihn so zu Brei. Passt. Dann hätten wir hier noch Schwächen, was richtig schiebt. Und sollen wir dann einfach den... Ja, komm. Den einen Megablast, den halten wir doch sicherlich aus. Auch eine interessante Animation. Gut, der Dicke ist weg. Der Dünne ist weg. Und Megablast wird uns nicht schaden, ja? Ja, 35. So, der ist auch im Eimer. Ich mag das.
Das sieht cool aus. Wunderbar. Ein Wissen erhöht. Auf 15, das heißt, wir könnten dann den nächsten Charakter auch nochmal freischalten, wenn wir einen hier, ja, zeugen sollten. Okay, dicke Belohnungstruhe. Gegenangriffe machen mehr Schaden. Flächenangriffe? Das. Ja, komm, wir geben ihr das Vernichterimplantat. Einfach nur, weil das die Rüstung stiehlt. Gefällt mir nicht so, was hier angeboten wurde. Schade. Okay, wir könnten ja noch eine Stufe aufsteigen. Nee, damit warten wir noch. Den Kampf kriegen wir doch locker hin, ohne die Stufe aufzusteigen. Da dürfte die Kiste drin sein. Ja, Feuer. Das ist jetzt nicht wirklich so tragisch. Wir verteidigen das einfach. Easy. Meucheln krittet nicht. Dann würde ich auch fast sagen, wir schwächen ihn schon mal und schieben ihn nach hinten. Warte mal. Damit würden wir kritten, aber das reicht nicht aus. Ja. Ja, dann schießen wir doch trotzdem auf ihn. Also wir kriegen einiges in sie reingeschossen. Aber das sollte, was unsere Schilde angeht, halb so wild sein, ja. Jetzt sind wir auch überhalb voll. Hey! Das fühlt sich nicht gut an. Aber danke der Nachfrage. Bereitschaft, wenn wir ihn angreifen sollten? Ja, dann greifen wir ihn doch nicht an. Ja, wenn wir ihn so kritten. Oh. Das reicht nicht? Das reicht. Also sie hat ordentlich mehr Schaden drauf als er momentan. Oh. Sehr interessant. Okay, dann rambucken wir hier unten. 17 Schilde genommen, 16 regeneriert. Ja, sie hält schon einiges aus. Umgemeuchelt. So. Was macht die zwei Süßen jetzt noch? Nicht viel, wir schieben die einfach mal. Und ja. Und du stirbst, auch wenn du nicht verlangsamt wirst. Oh! Immer wieder auf den Falschen geklickt. Naja. Der stirbt sich ja auch. Der ist sogar verlangsamt. Easy, does it. Und tschö. Mein Hund steht hier seit 3 Minuten an der gleichen Stelle und guckt einfach nur blöd. Oh, jetzt bewegt er sich wieder. Ach, komisch. Okay. Alles hier aufgeräumt. Mein Hund kommt immer näher und versucht mich anzustupsen. Okay, welche Belohnung nehmen wir? Das gibt ordentlich Rüstung dazu. Das regeneriert 12 Schilde pro Runde und gibt extra Schilde. Ich würde sagen, wir nehmen das da und geben das auf ihn. Ja, dann haben wir da immerhin 65. Können wir auch sofort ausrüsten. So, bevor wir hier auf Lagern gehen, gehen wir hier nochmal nach oben. Und regenerieren 3 Life. 3 Life! Aber die 3 Life könnten entscheidend sein. Könnten. Schauen wir mal.
vollständig geheilt, danke. Herrschaft des Rechts. Das nehmen wir noch mit rein, denn wir brauchen alles Mögliche, was Rüstung zerdeppert. Kommt zwar spät in der Runde dran, aber besser spät als nie. Okay. Hm. 15 Max Schilde. Jo. Machte der Pyro-Schaden? Ich weiß nicht. Du. Uff. Oh, das geht auf alle. Plus 10% Gesundheitsschaden. Hm. Nee, komm. Hier extra Schildverteidigung. Dann solltet ihr zwei noch irgendwas machen. Angriff. Okay, das geht auf alle und bringt uns kein Herz. Oh. Okay, pass mal auf. Angriffe, schwächen Rüstungsschaden nehmen wir hier mit rein. Hast du noch was für einen? Nee, nur für drei. Oh. Na gut. Wenn das das Einzige ist, was wir noch machen können, bitteschön. Habt ihr schon mal Holobilder von meinen größten Erfolgen gezeigt? Hm. Ja, das sind exakt die gleichen Gespräche. Fernschuss ist auch der gleiche Skill, den wir da kriegen. Hm. Sollen wir Resistenz gegen Pyro reinmachen? Er macht ordentlich was mit Raketen, aber ob das als Pyro zählt? Ich glaube nicht. Hm. Wir nehmen es rein, um das Herz zu kriegen. Oder auch nicht. Herzlichen Dank auch. Der Behemoth ist da. Den nehmen wir doch mit in die Folge rein. Puh. Der weiß auch nicht, was Titanenkerne sind. Nee, nee, nee. Schwach. Ganz schwach. Okay, Dickerchen. Gucken, wie wir gegen dich klarkommen. Relativ spät. Mit dem Klingenschuss können wir ihn richtig wegschieben. Das wird uns noch nichts bringen, diese Herrschaft des Rechts, denn er hat noch ziemlich viele Schilde. Das heißt, wir müssen ihn rausschieben. Und dann in die Schilde reinknallen. Hm. Naja, naja. Das Gute ist, wenn er nur einen einzigen anvisiert, können wir mit Rambok den Schaden auf sie umleiten. Aber er geht sowieso auf sie. Ah, dann muss ich ihn auch nicht reizen. Dann können wir einfach nur verteidigen. Und... naja, den hier reinhauen. Dann sind schon mal die Schilde größtenteils weg. So, mal gucken, wie viel Schaden der Donnerschuss jetzt hier anrichten wird. Oh, ich hätte doch den Rambok nehmen sollen, um Schilde wiederherzustellen. Da war ja was. Da war ja was. Die Kugelhölle. Die weichen wir mit dem Faustschlag aus. Nein, nicht unbedingt. Mach das mal hier kurz weg. Okay, Meucheln entzieht auch. Oh, das reicht aber nicht, um ihn ganz rauszuschieben. Du kannst auch nicht wirklich viel schieben. 15 Sekunden nur. Na gut, machen wir trotzdem hier Meucheln. Den Faustschlag. Nein, Herrschaft des Rechts wollten wir. Und du hast... ja, das würde... noch ein bisschen rausnehmen. Allerdings schiebt das und ich weiß nicht, ob das dann genug ist. Dann nehmen wir hier den hier.
Macht schon auch ordentlich Schaden. Oh, von 29 Rüstung runter auf 18. Ja, 115 live. Kann man machen. So, jetzt ist er mit der Kugelhölle echt weit vorne. Das ist aber zufälliges Ziel. Aber wir lösen ihn einfach auf. Zack. Unterbrochen. Dann noch mehr Rüstung raus. Ah, er lebt noch. Ja, er lebt noch. Und wird trotzdem sterben. Und zwar relativ schnell. Okay, er markiert jetzt erstmal. Und er steht ganz hinten. 50 Schaden macht er dann als Konter. Aber das nehmen wir in Kauf. Easy. Und er ist down. Rüstung ist weg. Voll die Divebomb. Gut. Dann haben wir den ersten Planeten hinter uns. Demon 20 ist im Eimer. Oh. Oh. Es gibt's. Moment. Also. Okay. Drei Händler, ein Elite-Händler? Warum ist der auf Elite? Warum steht da Elite? Moment. Kriegen wir jemanden? Aegis oder Revolverheldin? Oh ja. Wir nehmen die Revolverheldin noch mit rein. Ob sie wohl genügend Arme hat? Ja, wir nehmen dich. Sidada ist wieder am Start. Nice. Dicer. So. Der Elite-Händler. Der hatte eine schöne Wumme für sie. Stufe 5. So, das wird wahrscheinlich alles mehr kosten als 20. Oh, das könnten wir noch mitnehmen. Kann auch sie tragen. Okay. Sie kann ja zwei Blaster anlegen, soweit ich mich erinnern kann. Okay, Stufe aufsteigen. Dann bitte gleich nochmal. Also wir bringen sie auf jeden Fall relativ schnell auf Stufe 5. Wegen dem Equipment. Aber mit Stufe 3 kann sie schon mal den ersten Blaster benutzen. Bitteschön. Okay, sie ist eh in der Backline. Also, auf zum nächsten Planeten. Jupp, wir verlassen den hier. Und gehen nach Nordosch. Menku ist der erste Planet. Na, mal gucken, ob ich mir das jeweils merken kann. 7, nice. Du bist also aus der Zukunft, hm? Exakt, ist ziemlich ätzend dort. Die verheerenden Fluxkriege haben beinahe 80% der galaktischen Bevölkerung dahingerafft und die übrigen 20% sind in einem ständigen Zustand von Krieg, Hunger und Angst. Bitte sag, dass der Handel nach wie vor reguliert wird. Da habe ich leider ein paar wirklich schlechte Nachrichten für dich. Oh, schade. Okay, mit wem kannst du... Du kannst hier auch auf 4 kommen. Interessant. Wir machen das hier mit denen weiter. Oh, das kommt nochmal 5 Herzchen dazu. Okay. Volle Herzchenausbeute. Das ist unser Ziel. Mehr und mehr Herzchen, das wollen wir. Okay, sie hätte noch
Was für einen und du auch. Okay. Packen wir hier drauf. Und Angriffe schwächen die Schildverteidigung. Ja, ich glaube nicht, dass wir da noch auf 4 Herzchen kommen. Wir versuchen es auf jeden Fall. Wir legen hier schon mal den Grundstein. Und sie greift ja eigentlich auch immer an. Rambok ist auch ein Angriff. Darf man nicht vergessen. Aber Miezekatze wieder am Start, jo. Also die Behemoths sind schon mal immer gleich. Dann lassen wir uns mal von den ganzen Leuten einmal kurz zulabern. Danke dafür. Und wir gucken uns noch an, was wir oder wo wir dann hingehen werden. Also rechts rum, das hier würde zugehen, das ist die Nummer 2, Nummer 3. Das würde uns zu Credits bringen, allerdings können wir da auch 1, 2, 3. Das heißt, das eilt jetzt nicht unbedingt so aus, drum zu gehen, das ist eigentlich verschwendet. Also das hier bleibt eh noch alles offen, nächste Runde. So, 1, 2... Das sind wir hier unten. 3 würde uns die Schildstation bringen, die bleibt aber auch offen. Wir kämpfen uns als erstes zu der Schildstation durch und gucken dann weiter, würde ich sagen. Ja, mach mal so. Also, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.